Guten Abend. Nur ein verirrter Wanderer, Miss. Seien Sie unbesorgt. Wären Sie wohl so freundlich, mir zu verraten, wo ich hier bin? Ich hatte mich schon fast dazu entschlossen, im Moor zu übernachten, aber da sah ich glücklicherweise das Licht Ihrer Laterne. Sie sind bei den Rennställen von King's Pyland, Sir. Das Anwesen gehört Colonel Ross. Ach, wirklich? Nein, was für ein glücklicher Zufall. Ist das nicht der Rennstall, aus dem der berühmte Silberpfeil stammt? Jawohl, Sir. Wie ich gehört habe, schläft jede Nacht ein Stallbursche bei dem Tier. Ist das wahr? Ja, Sir. Und Sie bringen ihm wohl gerade sein Abendessen, was? Das riecht aber gut. Bitte lassen Sie das, Sir. Was halten Sie davon, sich das Geld für ein neues Kleid zu verdienen, meine Kleine? Ein neues Kleid? Ja, es ist doch gar nicht schwer. Und vor allem ist überhaupt nichts dabei. Sie müssen mich nur in den Stall bringen, zu dem Burschen, weiter nichts. Nein, Sir, lieber nicht. Nun komm schon, Kleine, stell dich nicht so an. Nein, ich will nicht. Ned! Ned! Ned, mach die Tür auf! Lass mich rein! Ja, doch. Ah, da bist du ja endlich. Hab schon gedacht, du willst mich hier verhungern lassen. Was gibt's denn heute? Ned, da draußen ist einer. Was soll das heißen? Da ist einer, ein fremder Mann. Und er wollte, dass ich ihn zu dir bringe. Zu mir? Still, Rufus! Was ist denn los mit dir? Ich fürchte, dass ich ihm nicht besonders sympathisch bin. Guten Abend. Wer sind Sie? Das ist der Mann. Bitte beruhigen Sie sich. Ich darf Ihnen versichern, dass von mir nicht die geringste Gefahr ausgeht. Ganz im Gegenteil. Ich möchte mich sogar als eine Art Wohltäter bezeichnen. Wenigstens, was Sie beide betrifft. Was wollen Sie? Nun, sagen wir mal, mir wäre mit ein paar Informationen hinsichtlich des Trainingszustands von Silberpfeil sehr gedient. Ist das der Bursche? Prachtvolles Pferd. Finger weg! Rufus, bei Fuß! Im Gegenzug wäre ich bereit, mich finanziell erkenntlich zu zeigen für diese Auskunft. Und zwar durchaus großzügig. Ah, ich verstehe. Sie sind also einer von diesen verdammten Rennspionen. Sehen Sie zu, dass Sie Land gewinnen, aber fix! Immer mit der Ruhe. Sie wissen doch gar nicht, wie viel ich Ihnen biete. Das ist mir egal. Los, raus! Aber... Rufus, fass! Edith, hol Mr. Straker. Janet. Nicht nötig, Edith. Ich bin schon hier. Was ist denn los? Warum bellt der Hund so? Es war gerade einer von diesen Rennspionen hier. Er hat versucht, mich zu bestechen, aber ich habe ihn zum Teufel gejagt. Na warte, den Kerl schnapp ich mir! Rufus! Ich habe ihm den Hund auf die Fersen gehetzt. Der wird ihn sicher gleich haben. Mir ist es lieber, dass der Hund hier im Stall ist. Der Schutz von Silberpfeil ist wichtiger als alles andere. Ich werde diesen Kerl schon auch so kriegen. Braver Hund. Mach Platz, Rufus. Du gehst ins Haus, Edith! Und du bleibst auf deinem Posten, Ned. Egal, was du draußen hörst, du verlässt auf keinen Fall den Stall. Ist das klar? Jawohl, Mr. Straker. Und sieh zu, dass der Hund still ist. Ich will nicht, dass der Colonel wach wird. Geht klar, Sir. Gib mir die Laterne, Edith. Wär doch gelacht, wenn ich den Burschen nicht erwische. Seien Sie vorsichtig, Sir. Holmes, wären Sie jetzt wohl so freundlich, die Zeitung wegzulegen und mir zu erklären, warum Sie mich in aller Herrgottsfrühe in diesen Zug gezerrt haben. Holmes, ich spreche mit Ihnen. Ja, was ist denn? Was ist denn? Wo fahren wir hin? Und warum in dieser Herrgottsfrühe? Also, mein lieber Watson, zu Punkt 1 ins Dartmoor. Zu Punkt 2,
weil mir ein Denkfehler unterlaufen ist. Was? Holmes, das ist doch wohl nicht der Ernst. Sie reißen mich aus dem Schlaf, um mich mit so einer Antwort abzuspeisen. Oh, Watson, Sie können einen aber auch. Ich weiß gar nicht, was Sie haben. Ich habe präzise auf Ihre Fragen geantwortet. Wenn Sie andere Dinge wissen wollen, müssen Sie andere Fragen stellen. Also, Holmes, Sie bringen mich noch mal so weit, dass ich die Fassung verliere. Also gut, warum fahren wir ins Dartmoor? Also gut, wenn Sie in den vergangenen Tagen die Zeitungen studiert hätten, wüssten Sie, dass es zurzeit in der Presse nur ein Ereignis gibt, das unseren Aufenthalt im Dartmoor erforderlich machen könnte. Bedauerlicherweise bin ich in den vergangenen Tagen kaum dazu gekommen, die Zeitungen zu studieren, Holmes. Weil sie sofort alle an sich gerissen haben, sobald der Bote sie gebracht hat. Ich musste mich mit einem flüchtigen Blick auf die Schlagzeilen begnügen. Nun, dann werden Sie doch sicherlich diesen Schlagzeilen entnommen haben, dass in der Nacht von Montag auf Dienstag ein kostbares Rennpferd verschwunden ist und dass sein Trainer, Mr. John Straker, ermordet aufgefunden wurde. Ach, Silberpfeil? Der Favorit auf den Wessex Cup am Sonntag? Natürlich. Ja, Silberpfeil gehört Colonel Ross und der Rennstall des Colonels King's Pyland befindet sich im Dartmoor, genauer gesagt in Tavistock. Ja, und dorthin sind wir unterwegs. Ja, wie denn was denn? Einfach so, ohne Auftrag? Ich wurde beauftragt, Watson, von Inspektor Lestrade, den Scotland Yard für die Aufklärung dieses Falls ins Dartmoor abkommandiert hat. Und auch von Colonel Ross. Wann denn? Heute Morgen vor dem Frühstück? Nein, bereits am Dienstag. Sie erinnern sich an die beiden Telegramme, die ich während des Tees bekam. Schon am Dienstag, Holmes. Aber warum alles in der Welt fahren wir denn erst heute, am Freitagmorgen, dorthin? Weil ich einen Denkfehler begangen habe, Watson. Das sagte ich doch bereits. Entschuldigen Sie, Holmes, aber das sind jetzt so ein paar Denkschritte zu viel auf einmal. Wenigstens für einen Normalsterblichen wie mich. Ich habe deshalb nicht sofort reagiert, weil ich fälschlicherweise davon ausgegangen bin, dass das berühmteste und teuerste Pferd Englands nicht lange verborgen bleiben würde. Erst recht nicht in einer so spärlich besiedelten Gegend wie dem Dartmoor. Ich ging davon aus, dass man innerhalb kürzester Zeit den Entführer des Tiers finden wird. Und dass dieser Entführer auch der Mörder des Trainers Mr. Straker ist. Aber meine Annahme hat sich als falsch erwiesen. Und deshalb sind wir jetzt unterwegs nach Tavistock. Verspricht denn der Fall wenigstens interessant zu werden? Ich bin kein Hellseher, Watson, nur Detektiv. Allerdings lässt die Tatsache, dass das Pferd noch nicht wieder aufgetaucht ist, vermuten, dass die Dinge komplizierter sind, als sie auf den ersten Blick scheinen. Hat denn jemand gesehen, wie das Pferd entführt wurde? Naja, wenn, dann der Trainer. Und es scheint ihm nicht sonderlich gut bekommen zu sein. Der Entführer hat es sehr geschickt eingefädelt. Das Pferd wurde nämlich jede Nacht von einem der Stallburschen bewacht. Und dieser Sachverhalt war ihm offensichtlich bekannt. Er hat dem Stallburschen Opium ins Essen gemischt, sodass er nichts von der Entführung in der Nacht mitbekommen hat. Ja, nun ja. Ein Toter und ein schlafender Stallbursche. Nicht gerade die besten Zeugen, um den Entführer zu identifizieren. Es hat zwar niemand direkt gesehen, wie das Pferd entführt wurde. Aber, wie es scheint, gibt es trotzdem einen Verdächtigen. Und zwar hat sich wohl am Vorabend der Entführung ein Mann bei den Rennställen aufgehalten und versucht, den Stallburschen zu bestechen, um von ihm einen verlässlichen Tipp über den Trainingsstand und die körperliche Verfassung von Silberpfeil zu bekommen. Und interessanterweise tauchte dieser Mann gerade bei den Stallungen auf, als das Hausmädchen dem Burschen das Essen in den Stall brachte. Ach, Sie meinen, er hat das Opium? Die Polizei geht davon aus, ja. Ja, und wie ging es dann weiter mit dem Kerl? Der Stallbursche hat ihn verjagt und der Trainer Mr. Straker hat die Verfolgung aufgenommen. Tja, das war das letzte Mal, dass man ihn lebend gesehen hat. Am nächsten Morgen fand man seine Leiche im Moor. Na,
Dann ist die Sache ja wohl sonnenklar. Finden Sie, Watson. Aber natürlich. Der Trainer verfolgt den Kerl ins Moor, wird dort von ihm erschlagen und kommt zurück zum Stall, um das Pferd zu entführen, nachdem die Wirkung des Opiums beim Stallburschen eingesetzt hat. Tja, wenn Sie meinen, Watson. Der Stallbursche hat übrigens ziemliches Glück gehabt, wenn man den Zeitungen glauben darf. Das Opium war so hoch dosiert, dass er fast einen Atemstillstand gehabt hätte. Und dann gäbe es zwei Tote in dieser Sache. Meine Güte, und das alles nur wegen eines Pferdes. Ja, wegen des teuersten Pferdes von ganz England, Watson. Silberpfeil wird zurzeit im ganzen Land als Favorit gehandelt. Nicht nur beim Wessex Cup. Naja, wer weiß, wie viele Tote es noch gibt, bis wir dort sind. So wie der Zug trödelt, also dann sind wir ja wohl kaum vor Mittag dort. Glauben Sie? Ich denke, dass wir pünktlich da sein werden. Wir kommen gut voran. Der Zug fährt derzeit mit einer Geschwindigkeit von 53,5 Meilen pro Stunde. Das heißt, wir sollten Tavistock um präzise... 53,5 Meilen pro Stunde, ja? Also sind Sie sicher, dass es vielleicht doch nur 53,25 Meilen pro Stunde sind, Holmes? Hundertprozentig. Die Telegrafenmasten auf dieser Strecke stehen im Abstand von 60 Yards. Daraus folgt eine ganz einfache Rechnung mit einem ganz präzisen Ergebnis. Ach, ich geb's auf, ich geb's auf. Bitte? Was sagen Sie, Watson? Nichts, nichts, Holmes. Lesen Sie nur weiter. Während Holmes seine Lektüre der aktuellen Tagespresse fortsetzte, um sich über die Neuigkeiten des vorliegenden Falles zu informieren, machte ich es mir in unserem Erste-Klasse-Abteil bequem und holte ein wenig von dem Schlaf nach, den Holmes mir durch sein frühmorgendliches Wecken geraubt hatte. Als wir in Tavistock ankamen, erwartete uns am Bahnhof der örtliche Constable, Mr. McGregor. Holmes hatte Lestrade telegrafisch über unser Kommen informiert, aber wie der Constable uns mitteilte, konnte Lestrade uns leider nicht persönlich abholen, da es eine bemerkenswerte neue Entwicklung in diesem Fall gegeben hatte. Der Mann, der sich am Vorabend der Entführung unberechtigterweise in den Ställen von King's Pilot herumgetrieben hatte, war inzwischen identifiziert worden als ein gewisser Mr. Fitzroy Simpson, ein Buchmacher. Und mehr noch. Man hatte den Kerl bereits geschnappt und er befand sich in der Polizeistation des Dorfes, um dort von Inspektor Lestrade verhört zu werden. Durch Constable McGregor ließ Lestrade uns bitten, diesem Verhör beizuwohnen. Nicht zuletzt wahrscheinlich, um vor Holmes den großen Triumph zu feiern, dass er diesen wichtigen Fall ganz allein gelöst hatte. Ah, Mr. Holmes und Dr. Watson, Sie kommen gerade zur rechten Zeit. Das ist unser stetes Bemühen. Guten Tag, Inspektor. Guten Tag. So, Mr. Simpson, jetzt ist der Spaß vorbei. Wissen Sie, wen Sie hier vor sich haben? Das ist der Meisterdetektiv Sherlock Holmes. Ihm können Sie nicht das Geringste vormachen. Also los, legen Sie endlich ein Geständnis ab. Aber ich habe nichts zu gestehen, so glauben Sie mir doch. Ich habe nichts mit dem Tod dieses armen Mannes zu tun und auch nicht mit dem Verschwinden des Pferdes. Mr. Simpson, es gibt zwei Zeugen, die beeiden werden, dass sie sich Montagnacht beim Stall des verschwundenen Pferdes in King's Pilot herumgetrieben haben. Das leugne ich ja auch gar nicht. Diese Zeugen sagen ebenfalls aus, dass sie versucht haben, den Stallburschen Mr. Hunter zu bestechen, um Informationen von ihm über den Trainingsstand genau des Tieres zu bekommen, das in dieser Nacht verschwunden ist. Kommt Ihnen das nicht ein wenig merkwürdig vor? Ja, aber trotzdem habe ich mit dem Verschwinden des Pferdes nichts zu tun. Solche Informationen zu bekommen, gehört nun mal zu meinem Job. Zu Ihrem Job? Nun, Mr. Simpson, gehört es auch zu Ihrem Job, selbst Wetten abzuschließen? Korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, aber bisher war ich immer der Ansicht, Buchmacher schließen Wetten für andere ab, nicht für sich selbst. Woher ich das weiß? Wir haben Ihr Wettbuch gefunden, Mr. Simpson, und darin steht, dass Sie Wetten über 5.000 Pfund für den Wessex Cup abgeschlossen haben, und zwar gegen den Favoriten Silberpfeil. Aber das ist doch nur wegen der Quote. Und mehr noch, Mr. Simpson, wir haben Auskünfte über Ihre finanzielle Situation eingeholt, und die sieht nicht besonders rosig aus. Wenn Sie Ihre Wetten am Sonntag nicht gewinnen, sind Sie arm wie eine Kirchenmaus.
Ja, 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 mein Gott, das gebe ich ja auch alles zu. Aber trotzdem habe ich mit dem Verschwinden des Pferdes nichts zu tun. Genauso wenig wie mit dem Tod von Mr. John Straker, der zum letzten Mal lebend gesehen wurde, als er ins Moor aufbrach, um sie zu verfolgen. Und der kaum eine Viertelmeile von King's Pyland entfernt am nächsten Morgen im Moor mit eingeschlagenem Schädel gefunden wurde. Erschlagen mit einem schweren Gegenstand, wie zum Beispiel dem Bleiknauf ihres Spazierstocks, Mr. Simpson. Ich werde Ihnen sagen, wie es gewesen ist. Als der Stallbursche sie aus dem Stall gejagt hat, sind sie nur zum Schein ins Moor geflüchtet. In Wahrheit haben sie sich hinter dem Stall versteckt und darauf gewartet, dass das Opium wirkt, das sie dem Kerl ins Essen gemischt hatten. Übrigens fast eine Überdosis, mein Lieber. Als der Bursche schlief, haben sie das Pferd entführt und wollten damit übers Moor flüchten. Aber leider ist ihnen dabei Mr. Straker über den Weg gelaufen, der das Moor schon eine geraume Zeit nach ihnen abgesucht hatte. Er wollte sie aufhalten, aber sie haben ihn kurzerhand erschlagen. Die Spuren am Tatort sprechen Bände. Das Pferd hat ihnen dabei ganz schön zu schaffen gemacht, was, Mr. Simpson? Hat gescheut und sich aufgebäumt, um seinen Trainer vor ihnen zu schützen, was? Nein. Mann, jetzt gestehen Sie doch endlich. Alle Beweise sprechen gegen Sie. Aber ich habe doch nichts zu gestehen. Wirklich nicht. Mir reicht es langsam mit Ihnen. Constable McGregor! Sie haben gerufen, Herr Inspektor? Vielleicht überlegt er es sich ja in der Zelle endlich anders mit seinen Lügengeschichten. Aber ich lüge nicht. Ruhe, mitkommen. Tja, wie es aussieht, haben Sie sich nun doch umsonst hierher bemüht, meine Herren. Es ist ganz eindeutig, dass es dieser Kerl war. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er gesteht. Also auf mich wirkten seine Unschuldsbeteuerungen ziemlich überzeugend. Ach, wenn Sie wüssten, was ich schon für geschickte Schauspieler im Verhör hatte, Dr. Watson. Die reinsten Unschuldslämmer, in Wahrheit aber leider völlig gewissenlose Verbrecher. Und was ist mit dem Pferd, verehrter Herr Inspektor? Das Pferd? Nun ja, das werden wir schon noch finden. Der Kerl wird schon noch mit der Sprache rausrücken, wo er es versteckt hat. Haben Sie nach dem Tier gesucht? Ja, natürlich. Was glauben Sie denn, Mr. Holmes? Wir haben die ganze Gegend durchkämmt. Jedes Bauernhaus und jede Scheune im Umkreis von 10 Meilen. Sogar den Capperton-Rennstall haben wir durchsucht, der hier ebenfalls ganz in der Nähe ist. Der zuständige Trainer war wenig erfreut, das können Sie mir glauben. Aber gefunden haben wir nichts. Nun, dann ist mein Kommen vielleicht doch nicht ganz umsonst gewesen. Ich bin mir sicher, Colonel Ross ist äußerst interessiert daran, dass Silberpfeil noch vor Sonntag wiedergefunden wird. Damit er beim Cup antreten kann. Nicht wahr? Das kann man so sagen. Er macht mir regelrecht die Hölle heiß. Vielleicht kann ich ja diesbezüglich behilflich sein. Ich würde mir gerne den Ort des Geschehens ansehen, Inspektor. Aber bitte natürlich. Ich werde Sie begleiten. Wir fuhren zum Rennstall King's Pyland, ein wenig außerhalb von Tavistock, mitten im Dartmoor. Unsere Kutsche wurde von einem unfreundlichen bellenden Hund in Empfang genommen, der darauf schließen ließ, dass auf diesem Anwesen Fremde nicht sonderlich willkommen waren, wie überhaupt die Menschen in der ganzen Gegend eher zurückhaltend gegenüber Fremden zu sein schienen. Als wir ausstiegen, fiel Holmes Blick auf eine Herde Schafe, die dicht bei dem Haupthaus auf einer Wiese graste. Der Anblick der Schafe nahm ihn dermaßen gefangen, dass er glatt übersah, wie uns der Besitzer des Rennstalls, Colonel Ross, entgegenkam und ihm die Hand zur Begrüßung entgegenstreckte. Als Holmes aus seiner fast lyrisch wirkenden Versenkung erwachte, war es bereits zu spät, den negativen Eindruck zu korrigieren, den er mit diesem merkwürdigen Verhalten auf den Colonel gemacht hatte. Ein Eindruck, der sich durch Holmes' unorthodoxe Recherchemethoden noch verstärken sollte. Hier, bitte in den Salon. Wie schön, dass Sie sich doch noch entschlossen haben, uns zu helfen, Mr. Holmes. Inspektor Lestrade sagte mir, dass Sie ein großer Freund der detaillierten Untersuchung sind. Ich habe deshalb die Sachen, die Mr. Straker bei sich trug, als er starb, hier auf dem Tisch vorbereitet. Außerdem halten sich die Dienstboten, die diesen Kerl in der Nacht gesehen haben, vor der Tür zu ihrer Verfügung. Miss Baxter und Mr. Hunter. Danke, Colonel. Eine geradezu vorbildliche Vorbereitung. Ich bin beeindruckt, wirklich. Danke, Mr. Holmes. Beim Militär lernt man, dass eine gute Planung bereits der halbe Sieg ist.
Hoffen wir es, Colonel. So, also, was haben wir denn hier? Einen Schnupftabaksbeutel aus Seehundfell. Eine Taschenuhr mit Kette, einige Papiere. Oh, und ein Messer mit Elfenbeingriff und sehr scharfer Klinge. Was sagen Sie dazu, Watson? Tja, also fast schon ein Skalpell. Ja, ein ungewöhnliches Messer für einen Pferdetrainer. Haben Sie es schon einmal bei ihm gesehen, Connor? Nein, allerdings pflege ich auch nicht sonderlich häufig, den Tascheninhalt meiner Angestellten zu untersuchen. Das Messer haben wir übrigens neben dem Toten gefunden. Wahrscheinlich hat er versucht, sich damit gegen seinen Mörder zur Wehr zu setzen. Was können Sie mir zu den Papieren sagen, Inspektor? Wie mir die Angestellten sagten, war Mr. Straker wohl ein etwas misstrauischer Mensch. Er hat immer alle Briefe und Rechnungen mit sich herumgetragen, bis sie erledigt waren. Also, was haben wir denn hier? 3 quittierte Rechnungen von Heuhändlern, eine unbezahlte Rechnung über Futtermittel. Hm, guck mal an. Und eine Rechnung von einer Damenschneiderei über 37 Pfund und 15 Schilling für ein graues Seidenkostüm. Ausgestellt auf einen Mr. William Derbyshire. Wer ist das? Mrs. Straker, die Ehefrau des Toten, sagte uns, dass Mr. Derbyshire ein Freund ihres Mannes sei, der gelegentlich seine Post hierher schicken lässt. So viel Geld für ein einziges Kostüm? Oh, nicht schlecht. Dieser Mr. Derbyshire scheint ein vermögender Mann zu sein, wenn er seiner Frau solche Kleider finanzieren kann. Möchten Sie jetzt mit dem Hausmädchen und dem Stallburschen sprechen? Ja, bitte. Ned, Edith, kommt rein. Guten Tag. Guten Tag. Ned, Edith, das ist Mr. Sherlock Holmes. Ein sehr bekannter Detektiv aus London und er wird euch jetzt ein paar Fragen zu dem Kerl stellen, der Mr. Straker umgebracht und Silberpfeil entführt hat. Nein, eigentlich nicht. Wie bitte? Von Mr. Fitzroy Simpson durfte ich mir heute auf der Wache bereits selbst ein Bild machen. Ja, also eigentlich interessiert mich eher, was es an dem betreffenden Abend hier zu essen gegeben hat. Hammelcurry, Sir. Für alle? Ja, Sir, für alle. Haben Sie das Essen gekocht, Miss Baxter? Nein, Sir. Mrs. Straker, die Köchin. Mrs. Straker? Ja, die Ehefrau des Trainers. Sie ist unsere Köchin. Wir haben die Reste des Essens untersucht. Es war nur das Essen von Mr. Hunter mit Opium versetzt. Das war mit Sicherheit dieser Kerl. Der hat mich fast zu Tode erschreckt, als ich mit dem Essen unterwegs war zum Pferdestall. Und wie hat es Ihnen geschmeckt, Mr. Hunter? Sehr gut, Sir. Schön scharf, genauso wie ich's mag. Naja, da wusste ich natürlich noch nicht, dass mir jemand dieses Zeug reingemischt hat. Ich habe bemerkt, dass Sie einen sehr aufmerksamen Wachhund hier auf dem Gut haben, Mr. Hunter. Rufus, ja, der ist ein guter Kerl. Aber wenn jemand Böses im Schilde führt, dann ist mit ihm nicht zu spaßen. Diesen Simpson, oder wie er heißt, den hat er sofort angebellt, als er sein dreckiges Gesicht in den Stall gesteckt hat. Der Hund war also bei Ihnen im Stall in dieser Nacht? Ja, Sir. Sie haben ihm nicht zufällig etwas von dem Hammelcurry zu fressen gegeben, oder? Mr. Hunter? Nein, Sir. Dafür hat es mir selbst viel zu gut geschmeckt. Außerdem hätte Mr. Straker mich umgebracht, wenn er das gesehen hätte. Nicht nur Straker. Ich finde es interessant, dass das Bellen des Hundes keinen von Ihnen aus dem Schlaf gerissen hat, als das Pferd gestohlen wurde. Nun ja, jetzt wo Sie es sagen, das ist wirklich interessant. Rufus schlägt sonst bei jedem Huhn an, das auf dem falschen Bein hüpft. Hast du etwas gehört, Edith? Nein, Sir. Nichts. Ein sehr interessanter Aspekt. Mr. Holmes, ich werde die anderen Angestellten dazu befragen lassen. Aber nicht jetzt, mein lieber Inspektor. So wichtig ist es nun auch wieder nicht. Vielmehr würde mich interessieren, wer für die Schafe auf der Koppel vor dem Haus verantwortlich ist. Ich, Sir. Und die anderen Burschen. Ist Ihnen aufgefallen, dass einige der Tiere hinken? Ja, Sir. Komische Sache, das. Wir haben uns schon gefragt, ob wir deswegen den Tierarzt rufen sollen. Können Sie mir sagen, wann Sie zum ersten Mal bemerkt haben, dass eines der Tiere nicht mehr richtig läuft? Ja, warten Sie mal, Sir. Das muss so letzte Woche gewesen sein.
Vielen Dank, Mr. Hunter. Jetzt weiß ich alles, was für mich von Interesse ist. Das Einzige, was ich jetzt noch benötige, wäre eine Fotografie von Mr. Straker, falls Sie eine solche besitzen. Edith, sag Mr. Straker Bescheid, dass wir eine Fotografie von Ihrem Mann brauchen. Jawohl, Sir. Hammelcurry und hinkende Schafe. Mich würde interessieren, wie Sie mit diesen Informationen mein Pferd wiederfinden wollen. Ich sagte Ihnen doch, dass Mr. Holmes' Ermittlungsweise sich ein wenig von der der Polizei unterscheidet, Colonel. Und mitunter sogar fast ein wenig abstrus wirkt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, worauf Sie mit diesen Fragen hinaus wollten, Holmes. Auf genau die Antworten, die ich bekommen habe, mein lieber Watson. Hammelcurry und hinkende Schafe. Beides spielt in diesem Fall eine zentrale Rolle. Und wenn ich Ihnen einen Hinweis geben darf, Inspektor, dann sollten Sie auf die hinkenden Schafe ganz besonders Ihr Interesse richten. Auf die Schafe? Wie Sie meinen, Mr. Holmes. Ich bringe die Fotografie, Sir. Danke. Geben Sie sie Mr. Holmes. Mr. Holmes, das ist Mrs. Straker. Mein herzlichstes Beileid, Madam. Danke, Sir. Aber sagen Sie, kennen wir uns nicht? Nicht, dass ich wüsste, Sir. Aber doch, ganz gewiss. Wir haben uns doch neulich in Plymouth auf dieser Gartenparty getroffen. Sie waren auf einer Gartenparty in Plymouth, Holmes? Davon weiß ich ja gar nichts. Watson, ich erinnere mich noch ganz genau daran, Mrs. Straker. Sie haben ein graues Kostüm getragen. Aus Seide. Es stand Ihnen ganz ausgezeichnet. Sie müssen sich irren, Mr. Holmes. Ein solches Kostüm besitze ich nicht. Und ich bin auch noch nie in Plymouth gewesen. Wenn ich von hier wegkomme, dann nur in die Stadt zum Einkaufen. Tja, na, dann entschuldigen Sie bitte vielmals. Da muss ich mich wohl geirrt haben. Darf ich jetzt wieder gehen, Sir? Es ist einiges zu organisieren für die Beerdigung. Wenn Mr. Holmes keine weiteren Fragen an Sie hat. Eine Sache würde mich noch interessieren, Mrs. Straker. Dieses Messer hier wurde bei Ihrem Mann gefunden. Haben Sie es vorher schon einmal gesehen? Ja. Es lag seit ungefähr 2 Wochen auf unserer Anrichte. Mein Mann hat es immer eingesteckt, wenn er das Haus verließ. Interessant. Ja. Danke, Mrs. Straker. Das war alles. Kriege ich die Fotografie zurück? Natürlich. Ich werde sie Ihnen zusenden, sobald ich mit meinen Untersuchungen fertig bin. Ja, meine Herren, ich beginne immer klarer zu sehen. Ich wünschte, ich könnte das auch von mir behaupten. Glauben Sie, dass Straker sich von jemandem bedroht gefühlt hat, Holmes? Weil er immer mit diesem Messer rumgelaufen ist. Also, Mr. Holmes, ich weiß gar nicht, worauf Sie mit all diesen Fragen hinaus wollen. Wir haben den Täter doch schon. Er hat nur noch nicht gestanden. Sie wissen doch, Inspektor, es ist eine kleine unschöne Angewohnheit von mir, dass ich den Dingen immer selbst auf den Grund gehen muss. Ich würde daher jetzt sehr gerne den Fundort der Leiche besichtigen, wenn Sie gestatten, meine Herren. Solange ich bis zum Wessex Cup mein Pferd wiederkriege, würde ich mit Ihnen sogar die Pforten der Hölle besichtigen. Hier vorne, in der Senke ist es. So, wie ich sehe, ist der Boden einigermaßen zertrampelt. Gehe ich recht in der Annahme, dass seit Montagnacht viele Kreaturen die Abdrücke ihrer Schuhe und Hufe hier verewigt haben? Das waren die Leute vom Gut, bevor die Polizei hier ankam. Leider kann man nicht mehr viel an den Spuren erkennen. Für die Polizeiarbeit haben wir extra eine Matte mitgenommen. Und alle meine Männer haben nur auf dieser Matte gestanden. Hervorragend, Inspektor. Sie machen sich. So. Dann lassen Sie mal sehen. Was macht er da? Er sucht nach Spuren. Aber das haben Ihre Leute doch schon getan. Nun ja, er sucht nach anderen Spuren. Es geht hier um Feinheiten der Kriminalistik, Colonel. Das ist fürchterlich schwer zu erklären. Ich hoffe, Sie verstehen es. Watson, ein Taschentuch. Bitte sehr. Haben Sie etwas gefunden, Mr. Holmes? Das kann man wohl sagen. Was ist es? Ein halb abgebranntes Streichholz. Ich verstehe nicht, wie meine Leute das übersehen konnten. Es steckte mitten im Schlamm, Inspektor. Ich habe es nur deshalb gefunden, weil ich danach gesucht habe. Sie wollen sagen, dass Sie erwartet haben, hier in diesem Schlamm ein halb abgebranntes Streichholz zu finden? Nun, sagen wir mal, ich hielt es nicht für gänzlich unwahrscheinlich. Fantastisch. Allerdings sehe ich nicht im Geringsten,
wie uns dieser grandiose Fund auch nur ein Stück näher an meinen Favoriten bringt. Manchmal ist der verschlungene Pfad der, der am schnellsten zum Ziel führt, verehrter Colonel. Ich habe den Boden im Umkreis von 100 Yards auf Fußspuren oder Hufabdrücke untersuchen lassen, aber es war nichts zu finden. Der Boden um diese Senke herum ist ziemlich hart. Zu hart, um Spuren zu hinterlassen. Sagen Sie, Colonel, Inspektor Lestrade sagte mir, dass sich hier ganz in der Nähe noch ein weiterer Rennstall befindet. Capleton, das ist richtig. Ungefähr 2 Meilen in diese Richtung. Wie ist denn so das Verhältnis zwischen Ihren Leuten und den Leuten vom Capleton-Rennstall? Wie das Verhältnis unter Konkurrenten nun mal so ist, Mr. Holmes. Das Verhältnis zwischen mir und Lord Backwater, dem Besitzer des Stalls, würde ich als angemessen kühl bezeichnen. Insbesondere jetzt, wo sein Hengst Desborough der neue Favorit beim Wessex Cup ist, wenn mein Silberpfeil nicht rechtzeitig wieder auftaucht. Und das Verhältnis zwischen Ihrem Trainer Mr. Striker und dem Trainer von Capleton? Silas Brown, Striker und er haben sich gehasst wie die Pest. Aber das ist ja auch kein Wunder. Einen unangenehmeren Kerl als den kann ich mir kaum vorstellen. Ich habe schon dem Inspektor gesagt, dass ich es absolut nicht für ausgeschlossen halte, dass er hinter dieser Sache steckt. Wir sind den Hinweisen des Colonels natürlich umgehend nachgegangen, Mr. Holmes. Aber der Capleton-Stall ist sauber, weit und breit kein Silberpfeil. Und dieser Silas Brown hat für Montagnacht ein Alibi. Sagen Sie, Watson, was halten Sie von einem kleinen Spaziergang durch das schöne Dartmoor? Einen kleinen Spaziergang? Naja, wenn Sie meinen, Holmes. Ein Spaziergang? Also von Ihrem Meisterdetektiv hatte ich, offen gesprochen, mehr erwartet, Herr Inspektor. Ja, ich weiß auch nicht, was heute mit ihm los ist. Meine Herren, ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Ja. Wenn Sie gestatten, würde ich jetzt gerne über die verschiedenen Informationen nachdenken. Und da wir gerade in einer so reizvollen Landschaft sind, bietet sich zu diesem Zwecke ein kleiner Spaziergang an. Wie Sie meinen, Mr. Holmes, wir sind dann wieder in King's Pyland, falls Sie uns suchen sollten. Dr. Watson und ich werden uns in Kürze wieder zu Ihnen gesellen. Ach, Colonel. Ja? Gesetzt den Fall, wir würden Ihr Pferd hier im Moor finden, was natürlich sehr unwahrscheinlich ist. Da der verehrte Inspektor ja bereits das ganze Moor durchsucht hat, woran würden wir es erkennen? Sie interessieren sich nicht sonderlich für Pferdesport, nicht wahr, Mr. Holmes? Nicht sonderlich, nein. Er hat eine silberweiße Blässe, einen Fleck auf der Stirn in Form einer Pfeilspitze. Daher auch der Name. Aha, danke, danke. Bis später, meine Herren. Na, einen besonderen Freund haben Sie sich da aber gerade nicht gemacht, Holmes. Was Silberpfeils Markenzeichen ist, hätte ja sogar ich Ihnen sagen können. Es ist nicht mein Bestreben, Freundschaften zu schließen, sondern Fälle zu lösen, Watson. Ja, aber wie es aussieht, ist dieser Fall doch schon gelöst. Die Beweise, die gegen diesen Fitzroy Simpson sprechen, sind doch ziemlich offensichtlich. Manchmal ist das Offensichtliche trotzdem nicht die Wahrheit, mein lieber Watson. Was mich wirklich im höchsten Maße wundert, ist nämlich, dass dieses Pferd nach wie vor verschwunden ist. Tja, wahrscheinlich ist es bei einem Abdecker gelandet, der es geschlachtet und die Beweise so beseitigt hat. Nein, 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 das glaube ich nicht. Mr. Simpson ist ein fanatischer Pferdesportliebhaber. Anscheinend hat er mit dieser Leidenschaft sein ganzes Vermögen durchgebracht. So jemand würde vielleicht dafür sorgen, dass ein Pferd zu einem Rennen nicht antritt oder ein Rennen nicht gewinnt. Aber er würde es niemals übers Herz bringen, ein wertvolles Fremdpferd wie Silberpfeil an den Abdecker zu verkaufen. Tja, aber wo ist es dann? Naja, genau das ist die Frage, der wir uns zuwenden sollten. Alles andere, selbst die Umstände von Mr. Strakers Tod, sind daher zunächst zweitrangig. Ja, und wo wollen Sie das Pferd finden, wenn die Polizei schon die ganze Gegend danach abgesucht hat, Holmes? Wie Sie inzwischen wissen sollten, mein lieber Watson, hat die Polizei hinsichtlich der Gründlichkeit ihrer Arbeit andere Maßstäbe als ich. Inspektor Lestrade hat zwar den Boden im Umkreis von 100 Yards um den Tatort absuchen lassen, ja, aber nicht das ganze Moor. Ach, ja, und das haben Sie jetzt vor. Aber nein, Watson.
Sehen Sie, ich gehe von folgender Hypothese aus. Pferde sind Herdentiere. Wenn ein Pferd hier draußen im Moor ist, wird es daher den Stimmen seiner Artgenossen folgen und entweder nach King's Pyland oder nach Capleton laufen. Da Silberpfeil nicht in King's Pyland ist, muss er demzufolge in Capleton sein, oder? Ja, einleuchtend, aber wo die Polizei bereits gesucht hat. Ja, aber vielleicht nicht gründlich genug. Ich schlage vor, dass wir uns auf den Weg nach Capleton machen. Wenn wir Glück haben, wird der Boden in diese Richtung wieder etwas weicher, sodass wir eine Chance haben, Spuren zu finden. Und zwar die Spuren, die wir suchen. Holmes! Ja? Ich glaube, hier ist was. Ja, famos, Watson. Ja, famos. Sie haben den Beweis für meine Theorie gefunden. Also im Augenblick ist es nichts weiter als eine Hufspur. Ja, die Spur eines Pferdes, das aus dem Moor gekommen ist. Genau aus unserer Richtung. Und das schnurstracks Richtung Capleton gelaufen ist. Da hinten sind schon die Dächer der Stallungen. Na ja, aber ob das unbedingt Silberpfeil gewesen ist? Die Abdrücke der Hufeisen ähneln denen am Tatort wie ein Ei dem anderen. Könnte das eventuell daran liegen, dass sich Hufeisen immer ähneln wie ein Ei dem anderen, Holmes? Oh, da täuschen Sie sich aber gewaltig, mein lieber Watson. Genau wie bei den Schuhabdrücken von Menschen gibt es auch bei den Abdrücken von Hufeisen gewaltige Unterschiede, wenn ich Ihnen das mal erklären darf. Ich trage mich mit dem Gedanken über dieses Thema, eine Monographie zu verfassen. Ach, das ist ja ganz neu. Ja, falls es meine Zeit einmal zulässt. So, hallo. Was haben wir denn hier? Was denn? Parallel zu der Hufspur Richtung Capleton gibt es eine weitere Spur, die wieder zurückführt von Capleton. Wie denn? Richtung Moor. Wie denn, was denn? Vom selben Pferd? Ja, vom selben Pferd. Aber diesmal in Begleitung eines mittelschweren Mannes mit eckigen Stiefelspitzen. Ungewöhnliches Modell. Allerdings hat er es sich auf halbem Weg wieder anders überlegt. Sehen Sie mal, Watson. Hier. Die Spuren kommen von Capleton, führen Richtung Moor. Und hier hat er mit dem Pferd gewendet und beide sind wieder zurückgegangen Richtung Capleton. Ja, das ist richtig. Ja, nee, nicht nur richtig, es ist interessant, mein lieber Watson. Kommen Sie, des Rätsels Lösung liegt ganz eindeutig auf diesem Anwesen dort verborgen. Hey! Was machen Sie hier? Verschwinden Sie! Immer mit der Ruhe, junger Mann. Ich möchte nur eine Frage stellen. Und was für eine? Ob ich wohl morgen früh um 5 zu zeitig hier wäre, um Ihren Vorgesetzten, Mr. Silas Brown, zu sprechen. Also wenn jemand um diese Zeit hier ist, dann er. Der ist immer als Erster auf. Aber Sie müssen gar nicht bis morgen früh warten. Da kommt er. Wer sind diese Leute draußen? Keine Ahnung. Wollten Sie sprechen, Sir? Ja, das Vergnügen haben Sie ja nun jetzt. Und du mach dich gefälligst an die Arbeit, du wirst ja nicht fürs Rumlungern bezahlt. Ja, Sir. So, nun zu Ihnen. Wer sind Sie und was wollen Sie hier? Mein Name ist Sherlock Holmes und dies ist mein Freund Dr. Watson. Wir würden gerne mit Ihnen sprechen. Aber ich nicht mit Ihnen. Glauben Sie, ich habe Zeit, mich mit jedem Dahergelaufenen zu unterhalten? Wir wollen hier keine Fremden. Scheren Sie sich zum Teufel. Mr. Brown... Es gibt böse Zungen, die behaupten, Sie hätten etwas mit dem Tod von Mr. Stryker zu tun. Das ist eine Lüge, eine gemeine Lüge. Wer behauptet denn so einen Blödsinn? Nun, das ist egal. Entscheidend ist doch vielmehr, dass wir beide wissen, dass Sie nichts mit seinem Tod zu tun haben, oder? Das will ich wohl meinen. Genauso wie wir beide wissen, dass Sie etwas mit dem Verschwinden von Silberpfeil zu tun haben. Ja, allerdings. Wie bitte? Sie haben mich schon richtig verstanden. Sie, Mr. Brown, sind für das spurlose Verschwinden des Favoriten Silberpfeil verantwortlich. So eine Dreistigkeit. Die Polizei war doch hier und hat unsere ganzen Pferdeställe auf den Kopf gestellt. Wo soll ich den Gaul denn verstecken? In der Hosentasche? Nein, Mr. Brown. Sie wussten genau, dass die Polizei nach einem Pferd mit einer pfeilförmigen Blässe suchen würde.
Also haben Sie auf Ihre Weise dafür gesorgt, dass sie keines findet. Also. Hören Sie auf, es zu leugnen, Mr. Brown. Sie machen die Sache nur noch schlimmer, als sie ohnehin schon ist. Hören Sie mir genau zu, denn Sie haben noch genau eine einzige Chance, halbwegs unbeschadet aus dieser Sache herauszukommen. Sorgen Sie dafür, dass Silberpfeil am Sonntag ordnungsgemäß beim Wessex Cup antritt. Ja, mehr will ich nicht von Ihnen. Wenn Sie meine Anweisung ausführen, könnte ich mir vorstellen, gegenüber der Polizei in dieser Angelegenheit Stillschweigen zu bewahren. Haben Sie mich verstanden? Ja. Und sorgen Sie dafür, dass das Pferd in bester Kondition ist. Keine Tricks. Ja. Dann danke ich Ihnen für dieses Gespräch, Mr. Brown. Ich bin mir sicher, dass wir uns beim Wessex Cup begegnen werden. Guten Tag, Mr. Brown. Guten Tag. Guten Tag, Sir. Meine Güte, Holmes. Was war denn das für ein Schauspiel? Ein wirksames, wie ich hoffe. Dann hat also dieser Brown das Pferd gestohlen. Naja, nicht direkt. Er fand das herumirrende Pferd am frühen Dienstagmorgen und erkannte es natürlich sofort. Zuerst wollte er es nach King's Pyland zurückbringen. Erinnern Sie sich an die Fußspuren, die ins Moor führten? Ja, aber dann hat er es sich anders überlegt. Immerhin ist Silberpfeil das einzige Pferd, das seinem Favoriten Desborow gefährlich werden könnte. Also hat er Silberpfeil in den Keppelton-Stall gebracht. Und weil er immer als erster wach ist, wie uns der Stallbursche freundlicherweise mitgeteilt hat, hat niemand diese Aktion bemerkt. Tja, aber wieso hat die Polizei das Pferd im Keppelton-Stall da nicht gefunden? Ach, so ein alter Rosttäuscher wie dieser Silas Brown hat da einige Tricks auf Lager. Aber sagen Sie mal, Holmes, wenn Silberpfeil dem Pferd von diesem Brown im Weg steht, ist es da nicht etwas gefährlich, ihm das Pferd bis Sonntag anzuvertrauen? Ich bin mir sicher, dass er es hüten wird wie seinen Augapfel. Watson, es ist seine einzige Chance, dem Gefängnis zu entgehen. Also wenn ich Sie richtig verstehe, Holmes, dann hat Brown zwar dafür gesorgt, dass das Pferd bis jetzt nicht wieder aufgetaucht ist, aber er hat es nicht entführt. Richtig. Für die Entführung und den Mord an Mr. Straker ist also doch dieser Simpson verantwortlich. Genau das ist die Frage, mein lieber Watson. Tja, und werden wir uns jetzt der Untersuchung dieser Frage zuwenden? Nein, nein, ganz im Gegenteil. Wir fahren so schnell wie möglich zurück nach London. Was? Ja, später, Watson, später. So, kommen Sie, genießen Sie das gute Dartmoor-Klima, solange wir noch hier sind. So etwas Gutes haben wir nicht in London. Da haben Sie endlich mal wieder recht, Holmes. Holmes marschierte schnellen Schrittes über das Dartmoor zurück nach King's Pyland und ich folgte ihm. Zurück auf dem Gut teilte er dem überraschten Inspektor Lestrade eilig mit, dass er ihm den wahren Mörder von John Straker am Sonntag übergeben werde und dem noch überraschten Colonel Ross, dass er am Sonntag seinen Jockey für Silberpfeil bereithalten sollte. Dann machten wir uns auf den Weg zum Bahnhof von Tavistock und nahmen den nächsten Zug nach London. Am folgenden Tag war Holmes sehr schweigsam, wie stets, wenn er über der Lösung eines Falls brütete. Jeder Versuch, ihm eine Information zu entlocken, war vergeblich. Als wir uns am Sonntagmorgen vor dem Wessex Cup zum gemeinsamen Frühstück an Mrs. Hudsons liebevoll gedeckten Esstisch setzten, war er dagegen wie ausgewechselt. Er war bestens gelaunt, sprühte vor Energie und konnte unseren Aufbruch kaum erwarten. Bei der Rennbahn angekommen, wurden wir in der Loge von King's Pyland geführt, wo uns der nervöse Colonel Ross und eine ebenso nervöser Inspektor Lestrade in Empfang nahmen, die mit Spannung darauf warteten, dass Holmes sein Versprechen einlösen würde. Mr. Holmes, wo ist denn nun das Pferd? Ich war eben unten bei meinem Jockey und er wusste von nichts. Wissen Sie eigentlich, wie viel Geld es mich kostet, wenn ich ein Pferd zum Rennen melde und es dann nicht antreten lasse? Nur die Ruhe, Colonel. Silberpfeil wird an den Start gehen. Vertrauen Sie mir. Wo laufen Sie denn?
Noch gar nicht, Doktor. Der Start hat sich ein wenig verzögert. Sehen Sie sich das an. Die Wetten für den Silberpfeil steigen in den Himmel. Die Rennbahn wird mich auf Schadenersatz verklagen. Da, die Pferde werden in die Startboxen geführt. Es geht los. Silberpfeil liegt vorne. Ich sagte Ihnen doch, dass Silberpfeil starten würde, Connor. Wo ist der Feldstecher? Wo? Da. Das ist nicht Silberpfeil. Es ist Silberpfeil. Aber wenn ich es Ihnen doch sage, das ist nicht mein Pferd. Sehen Sie, mein Gott, was für ein spannendes Rennen. Dieser Count ist einfach unglaublich. Gewonnen! Silberpfeil hat gewonnen! Oder welches Pferd auch immer, das unter diesem Namen gelaufen ist. Wollen Sie dem strahlenden Sieger nicht persönlich gratulieren, Colonel? Was? Kommen Sie runter zu den Ställen. Sie auch, Inspektor. Ich bin Ihnen schließlich noch einen Mörder schuldig. Da ist er. Der Mörder? Silberpfeil. Ich sage Ihnen doch, das ist nicht mein Pferd. Dieses Pferd hat kein einziges weißes Haar am ganzen Körper, geschweige denn eine Blässe in Pfeilform. Mr. Holmes, wissen Sie eigentlich, was das für Konsequenzen für mich hat, wenn ich hier ein Pferd unter falschem Namen ins Rennen schicke? Mein Name als Rennstallbesitzer ist ruiniert. Beruhigen Sie sich, Colonel. Sie müssen nur ein wenig Spiritus zur Hand nehmen und diesem Pferd damit die Stirn abwaschen. Und schon haben Sie Ihren guten alten Silberpfeil mit der silbernen Blässe zurück. Nicht wahr? Was? Das Pferd befand sich in den Händen eines Fälschers. Und ich habe mir die Freiheit genommen, es so starten zu lassen, wie es hier ankam. Wenn das wirklich wahr ist. Es ist wahr. In Angelegenheiten des Pferderennsports pflege ich grundsätzlich nicht zu lügen. Der Hengst sieht so fit und gesund aus wie nie zuvor. Und er ist noch nie so schnell gelaufen wie heute. Schön, Mr. Holmes, da hätten wir also jetzt das Pferd. Weiß der Teufel, wie Sie das wieder angestellt haben. Aber was ist mit dem Mörder von Mr. Straker, den Sie mir versprochen haben? Wenn es doch dieser Simpson war, den ich nur Ihretwegen wieder auf freien Fuß gesetzt habe, dann... Immer mit der Ruhe, verehrter Herr Inspektor. Mr. Strakers Mörder haben wir auch. Ach, wo ist er? Hier. Er steht Ihnen direkt gegenüber. Wie bitte? Sie meinen doch nicht etwa den Colonel? Mr. Holmes... Ich gebe zwar zu, dass ich zu Unrecht an Ihren Fähigkeiten gezweifelt habe, aber das kann ich nur als schlechten Scherz auffassen. Oder als Beleidigung. Weder noch, Colonel. Momentan handelt es sich lediglich um ein Missverständnis. Ich versichere Ihnen, dass ich Sie in keiner Weise mit dem Tod von John Straker in Verbindung bringe. Ja, der wahre Mörder steht hinter Ihnen. Wie denn? Das Pferd, Holmes? In der Tat, mein lieber Watson. Das Pferd. Aber das ist doch... Bevor Sie das arme Tier zu Unrecht verurteilen, verehrter Inspektor, gestatten Sie mir, zu seiner Verteidigung anzuführen, dass es in Notwehr gehandelt hat. In Notwehr? In der Tat. Um sich gegen Mr. John Straker zur Wehr zu setzen. Ich bedauere, sagen zu müssen, dass Ihr Trainer ein Mann war, der Ihr Vertrauen nicht im Mindesten verdient hatte, Colonel. Das ist vollkommen unmöglich. Straker war der aufrichtigste Bursche, den ich jemals gekannt habe. Dann rate ich Ihnen zu einem neuen Bekanntenkreis, Colonel. Also Moment mal, Holmes. Sie sagen, dieser Straker wollte dem Pferd etwas antun und deshalb hat es ihn erschlagen? Genau das, Inspektor. Und den ersten Hinweis hierauf gab mir das Hammelcurry, das am vergangenen Montagabend in King's Pyland serviert wurde. Das Hammelcurry? Ja, Watson. Sie als Mediziner müssten doch eigentlich am besten wissen, dass Opium einen ziemlich deutlichen Eigengeschmack hat. Ja.
Wäre an diesem Abend irgendein anderes Essen gekocht worden, hätte der Stallbursche den störenden Geschmack mit Sicherheit wahrgenommen und nicht weitergegessen. In einem scharf gewürzten Curry, noch dazu aus Hammelfleisch, das ebenfalls einen sehr starken Eigengeschmack besitzt, nicht wahr? Geht der Geschmack des Opiums unter. Ich verstehe noch immer nicht, wie das Ihre Beschuldigung von Mr. Straker rechtfertigen soll. Das ist recht einfach, Colonel. Wenn Mr. Fitzroy Simpson der Übeltäter gewesen wäre, der das Opium unter das Essen gemischt hat, hätte er schon verdammtes Glück haben müssen, dass ausgerechnet an diesem Abend ein Essen serviert wird, in dem diese Droge nicht auffällt. Nicht wahr? Mr. Straker dagegen hatte durchaus Einfluss darauf, welches Gericht an welchem Tag auf den Tisch kommt. Immerhin ist seine Frau die Köchin des Anwesens. Sie glauben also, Holmes, dass das Opium schon im Essen war, als das Mädchen damit zum Stall rüberging? Exakt. Und Mrs. Straker hat es hineingetan. Nein, Watson, das Opium kam von Mr. Straker. Mrs. Straker wurde von ihrem Mann genauso betrogen wie der Colonel. Darum habe ich ja, auf zugegeben etwas unorthodoxe Weise, versucht herauszufinden, ob das graue Seidenkostüm auf der Rechnung der Schneiderei für Sie bestimmt war. Was offensichtlich nicht der Fall war. Ah, verstehe, Holmes, die fiktive Gartenparty in Plymouth. Ja, die Gartenparty in Plymouth, exakt, Watson. Aber das sind doch alles nur Vermutungen, Mr. Holmes. Ich bin ja auch noch nicht fertig mit meinen Ausführungen, Inspektor. Den zweiten Hinweis erhielt ich durch die Tatsache, dass der sonst sehr wachsame Hund in der Nacht, als das Pferd entführt wurde, offensichtlich nicht gebellt hat. Was nur einen Schluss zuließ. Er kannte den Entführer. Was die Anzahl möglicher Verdächtiger immens einschränkte und den Verdacht erneut auf Mr. Straker lenkte. Aber warum sollte er das tun? Weil er Geld brauchte. Aber ich habe ihn immer gut bezahlt. Nicht gut genug für seine Geliebte, die offensichtlich einige ziemlich kostspielige Neigungen hat. Sie erinnern sich an die Rechnung der Damenschneiderei, ausgestellt auf Mr. Strikers Freund Mr. Derbyshire? Nun, Mr. Derbyshire und Mr. Straker waren ein und dieselbe Person. Ich habe gestern die betreffende Schneiderei aufgesucht und dort die Fotografie von Mr. Straker vorgezeigt. Ja, ja, man erkannte ihn sofort als Mr. Derbyshire und wusste mir einiges von seiner angeblichen Ehefrau und ihrer Vorliebe für luxuriöse Kleider zu erzählen. Tja, und das Geld wollte er sich beschaffen, indem er das Pferd entführt und Colonel Ross dann erpresst. Nein, Watson. Nein. Nein, durch Wettbetrug. Silberpfeil wurde als Favorit gehandelt. Das heißt, alle würden auf ihn wetten. Zwar mit einer schlechten Quote, dafür aber mit fast sicheren Gewinnchancen. Mr. Straker plante, gegen Silberpfeil zu wetten. Auf ein Pferd mit schlechteren Gewinnchancen, dafür aber einer sehr viel höheren Quote. Verstehen Sie? Und damit Silberpfeil das Rennen auch tatsächlich nicht gewinnen würde, musste er ihm eine Verletzung beibringen. Aber einen solchen Betrug hätte man doch entdeckt. Nicht, wenn man es geschickt genug anstellt, Inspektor Lister. Die Sehnen in den Sprunggelenken eines Pferdes sind sehr empfindlich. Eine kleine Verletzung und schon lahmt das Pferd. Eine kleine Verletzung. Oder ein kleiner Schnitt. Mit einem Skalpell. Ja, Watson, exakt. Genau dafür hat er dieses scharfe Messer mit dem Elfenbeingriff benötigt. Er hat das Pferd in der Nacht aus dem Stall geholt und in die Senke auf dem Moor geführt, weil er wusste, dass Silberpfeil diesen chirurgischen Eingriff nicht ohne lautstarken Protest über sich ergehen lassen würde. Dieser Schuft! Was Straker allerdings nicht bedacht hatte, war, dass Tiere einen ziemlich guten Instinkt dafür haben, ob Menschen es gut mit ihnen meinen oder Böses im Schilde führen. Als Straker das Messer ansetzte, hielt Silberpfeil nicht still, sondern wehrte sich mit aller Kraft gegen seinen Peiniger. Er bäumte sich auf und trat um sich. Und dabei traf er Mr. Straker tödlich am Kopf.
Eine gerechte Strafe, kann ich dazu nur sagen. Eine wirklich famose Klärung dieses Falls, Mr. Holmes. Eine Frage habe ich allerdings noch. Was hat das alles mit den hinkenden Schafen zu tun? Die hinkenden Schafe? Ja, natürlich. Mr. Straker war kein Dummkopf. Er musste absolut sicher gehen, dass die Schnittverletzung der Sehne das Tier zwar erlahmen lässt, von außen aber nicht als solche erkennbar ist. Darum hat er geübt, bevor er sich an Silberpfeil wagte. Und zwar an den Schafen. Tja, das ist ja unglaublich. Ja, das ist es. Ich habe auch noch eine Frage, Mr. Holmes. Wo war Silberpfeil denn nun die ganze Zeit? Das, verehrter Colonel, darf ich Ihnen leider nicht verraten. Ein Berufsgeheimnis. Sie verstehen? Ah, da ist ja Ihr Nachbar. Guten Tag, Mr. Brown. Tag. Woher kennen Sie denn Silas Brown? Oh, ich kenne eine ganze Menge Leute. Nicht wahr, Watson? Ja, ja. Mr. Holmes ist ein wahrer Fundus für Bekanntschaften aller Art. Er versetzt selbst mich manchmal noch damit in Erstaunen, wen er alles so kennt. Was halten Sie davon, wenn wir uns noch ein Rennen anschauen, meine Herren? Langsam beginne ich doch tatsächlich, mich für den Pferderennsport zu interessieren. Eine gute Idee. Vielleicht sollte ich wetten. Wetten verwirrt den Charakter, Inspektor. Unsinn. Na, ich sehe schon. Ich werde Ihnen allen erst noch einiges über das Pferderennen beibringen müssen. Sie sind ja blutige Laien. Holmes, wäre doch mal schön. Zum Genau, okay. Aber nicht jetzt, mein lieber Inspektor. So wichtig ist es nun auch wieder nicht. Vielmehr würde mich interessieren, wer für die Schafe auf der Koppel vor dem Haus verantwortlich ist. Ich, Sir, und die anderen Burschen. Ist Ihnen aufgefallen, dass einige der Tiere hinken? Ja, Sir. Komische Sache, das. Wir haben uns schon gefragt, ob wir deswegen den Tierarzt rufen sollen. Können Sie mir sagen, wann Sie zum ersten Mal bemerkt haben, dass eines der Tiere nicht mehr richtig geht? Ja, warten Sie mal, Sir. Das muss so letzte Woche gewesen sein. So, pass mal auf. Ich ziehe mich jetzt erstmal Prozentsatz. Das wird mir hier zu heiß. Schon nach den ersten drei Seiten? Ja. Ja. Aber Herr Rode, was soll denn erst nach dem letzten Teil werden? Ja. Silberpfeil wird an den Start gehen, vertrauen Sie mir. Ja, wo laufen Sie denn hin? Wo laufen Sie denn? Ja. Das ist ja Wunder. Mach das. Ja, Ich fange nochmal an. Ja. Das musst du machen. Wo laufen Sie denn? Ja, genau. Wo laufen Sie denn? Sie werden jetzt eine Woche lang nicht mal mehr... Sie werden jetzt eine Woche lang nicht mal an ihre... Ach, ist der Rasen schön. Die Lampe macht mich hier plötzlich jetzt fertig. Jetzt macht Ihnen die Lampe fertig. Ja, weil die ist... Die blendet. Ich muss es dann immer nur unterdampfen. Das ist alles klar, so. Ja. Sie werden jetzt eine Woche lang nicht mal mal... Das ist ein furchtbarer Satz. Sie werden... Ja, ich weiß, warum ich es mir nicht drüber schreibe, es ist ja auch eine freie Faulheit.